begrüße euch in mein Tageshoroskop am 6. August 2017. Die alten arabischen Astrologen beschreiben den heutigen Tag. Und es ist die Mondbewegung, das wiederkehrt sich immer wieder. Den heutigen Tag eignet sich ganz gut, Gewinn zu machen. Eine Reise bringt Erholung. Der heutige Tag ist auch ein Heilenergie. Und heute können wir von unserem alten Kleider trennen und ein neues Kleid kaufen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock und hat eine zunehmende Mondphase. Es nähert sich zu Vollmond. Und diesem Bereich wirkt der Neb. Der Neb ist ein Stern im Sternbild Schwan. Und diesem Sternbild Schwan bildet sich eine Brücke zwischen Altair und Vega. Und Altair und Vega sind die zwei Liebenden, wie das die chinesische Mythologie beschreibt. Altair ist die Hirtenjunge und Vega ist die Weberin, aber eine Fee von dem Himmel. Und diese Fee verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde. Bis dann die Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, das ist die Sonne und Mond, das bemerkt hat, dass diese Fee auf dem Erden lebt bei diesem Hirtenjunge und sie haben diese Fee zurückgeholt ins Himmel. Und das war die Trennung zwischen den beiden, bis dann die Schwan oder der Neb, die Hauptstern von diesem Sternbild Schwan, eine Brücke baut zwischen den beiden aus Schwanen. Und in diesen beiden treffen sich die beiden Liebenden. Und dieser Fluss, was bei den Chinesischen natürlich der gelbe Fluss beschrieben wird, ist nichts anderes wie die im Himmel die Milchstraße, weil die Milchstraße trennt die beiden Sternen Altair und Vega. Und die Schwan verbindet die beiden. Und es ist Thematik, Liebe, Partnerschaft und es ist wichtig, auch bei Steinbock-Geborenen, weil die Steinbock-Geborenen sind gerade dabei, eine Brücke zu bauen, auf anderen zuzugehen oder zuhören oder Gefühlen zeigen und annehmen. Und die Steinbock-Geborenen sind dabei, da die Gleichgewicht zu finden. Und die Beziehung in Ordnung zu bringen oder die, wo alleine sind, auf anderen zuzugeben und eine Chance zu geben für einen Neuanfang. Und ein Neuanfang ist nicht so einfach, gerade bei den Steinbock-Geborenen, weil sie haben Angst vor Veränderungen. Und es ist auch nicht einfach, etwas beenden, loslassen oder von etwas trennen. Und genau das ist der Schlüssel zum Glück. Weil das führt dazu, dass ein Neuanfang da ist. Und genau in diesen Brücken bewegen sie sich gerade die Steinbock-Geborenen. Ungerechtigkeit kann die Steinbock-Geborenen gerade auch aus dem Gleichgewicht bringen. Wichtig ist noch bei den Steinbock-Geborenen diese Brücke bauen zu jemand und die Partnerschaft verbessern. Und auch die inneren Gleichgewicht halten und nicht wütend zu sein, wenn es Ungerechtigkeit gibt, sondern die Ruhe bewahren. Sondern die Steinbock-Geborenen haben auch gerade die Energie, Gleichgewicht zu halten, was die Pflicht, die Arbeit betrifft und die Freizeit und Lebensfreude betrifft, weil beide braucht Platz im Leben und beide brauchen gerade die Steinbock-Geborenen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist auch die inneren Gleichgewicht wichtig. Und hier geht es auch um Arbeit und Liebe und Partnerschaft, also das Privatleben und das geschäftliche Leben. Und hier brauchen die Wassermann-Geborenen auch die Ausgleich oder Vergleich.
Die Wassermann-Geborenen können damit rechnen, dass in den kommenden Tagen mehr Bewegung kommt. Die Gespräche sind auch wichtig, aber da sind noch Unklarheiten da oder Missverständnisse. Und es ist wichtig, dass die Wassermann-Geborenen genau hinhören oder nachfragen oder etwas überprüfen. Im Liebe-Partnerschaft fühlen sich die Wassermann-Geborenen auch ein bisschen unsicher. Wichtig ist die Orientierung, die Klarheit oder Ziele setzen und auch die Kraft, im Kraft zu bleiben und von etwas überzeugt zu sein. Und diese Begeisterung und diese Leichtigkeit werden die Wassermann-Geborenen die kommenden Tagen fühlen. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein wichtiges Thema in der nächsten Zeit Beruf und Berufung. Und da treffen die Fischengeborenen klaren Entscheidungen. Es kommt noch von der Vergangenheit etwas, wenn das etwas Positives ist, weil damit Vorteile habende die Fischengeborenen, sollen sie das auch befestigen und es auch pflegen. Wenn das Belastungen sind, dann lieber trennen, loslassen, verabschieden. In den kommenden Tagen kommt mehr Bewegung, mehr Leichtigkeit. Und wichtig ist momentan um die beruflichen konzentrieren. Die Fischengeborenen können mit Gesprächen rechnen, aber wichtig ist auch bei den Fischengeborenen, dass sie auf anderen zuzugehen und die Kontakt pflegen. Weil das kann auch sehr hilfreich sein. Und in die Liebe-Partnerschaft haben die Fischengeborenen gerade auch Glück, weil das kommt im Fluss. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind Einschränkungen da und es führt zu Nervosität momentan und die Wiedergeborenen sind in Hochspannung momentan. Ein bisschen Geduld in die kommenden Tagen beruhigt sich das etwas und kommt mehr Leichtigkeit. Die Gespräche sind noch unklar. Und da ist wichtig die Orientierung, ein bisschen Geduld noch, bis sich das alles dreht und kommen vorteilhafte Gespräche in die nächste Zeit. In die Liebe-Partnerschaft haben die Wiedergeborenen momentan Einschränkungen. Was die Wiedergeborenen hilft, das ist die Freizeit, Urlaub, eine Reise, weil eine Reise hat gerade eine große Bedeutung bei den Wiedergeborenen. Und diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Bei den Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist die berufliche Situation wichtig, aber sie haben das Gefühl, es bewegt sich nichts voran und sie fühlen sich diese Einschränkungen und es ist wichtig, die Befreiung. Und ist auch ratsam, orientieren, welche berufliche Möglichkeiten haben. Also nicht aus Angst etwas festhalten und man fühlt sich im Arbeitsplatz gefangen, sondern lieber befreien und die Möglichkeiten, Chancen wahrnehmen, weil das sind gerade eine gute Zeit für die Stiergeborenen, beruflich etwas verbessern oder beruflich etwas verändern. Also nicht aus Angst etwas festhalten, wo sie sich gefangen fühlen, sondern die Möglichkeiten, Chancen wahrnehmen, mutig zu sein und dafür sorgen, dass eine Verbesserung kommt im beruflichen Umfeld. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein Aufstieg beruflich und sie bekommen mehr Respekt, mehr Anerkennung oder mehr Lob. Bei vielen Zwillingsgeborenen wird die nächste Zeit wichtig sein, die Selbstständigkeit. Die Gespräche laufen nicht so gut. Ein bisschen Geduld noch, da dreht sich etwas oder kehrt etwas zurück. Und dann kann man etwas noch klären oder durch Gespräche etwas verbessern. Das kann auch ein wichtiger Termin sein oder ein Vertrag. In die Liebe-Partnerschaft kommt etwas im Fluss und in die kommenden Tage kommt etwas in Bewegung und Leichtigkeit werden die Zwillingsgeborenen verspüren. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema die Liebe
Partnerschaft, aber auch die Freundschaften. Und da haben die Krebsgeborenen gerade Glück. Die Krebsgeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Und nicht nur in die liebe Partnerschaft haben die Krebsgeborenen Glück, sondern beruflich haben auch einen Aufstieg gerade. Bei den Tierkreiszeichen Löwengeborenen braucht man die inneren Gleichgewicht. In vielen Situationen sollen die Löwengeborenen aktiv sein, die Möglichkeiten, Chancen ergreifen, etwas in Bewegung setzen, Kraft und Mut zeigen. Aber bei anderen Situationen ist vielleicht klug zurückhaltend sein und schweigen. Und das ist die Aufgabe, gerade bei den Löwengeborenen, ganz feinfühlig das Ausgleichen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist wichtiges Thema immer noch die Werte, die Selbstwertgefühl und die Finanzen. Nicht nur die Finanzen bringen die Jungfrau Geborenen gerade in Ordnung, sondern sie orientieren sich auch beruflich neu und sie haben gerade Chancen, gute Gespräche oder Unterstützungen und die können momentan die berufliche Situation in Ordnung bringen, die Finanzen in Ordnung bringen und in der Liebe Partnerschaft haben gerade auch Glück die Jungfrau Geborenen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen ist die vertraute Umgebung, ist die Bewegung. Da kommen Kontakte und Unterstützungen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten, kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung, mehr Bewegung und das macht die Wagengeborenen gerade glücklich. In die liebe Partnerschaft sind noch Einschränkungen da, auch die Gefühle kommen im Augenblick noch durcheinander, aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Leichtigkeit und die Begeisterung. Was die Wagengeborenen aus dem Gleichgewicht bringt, das ist die Ungerechtigkeit. Und das kann passieren, aber ist wichtig, die Ruhe bewahren. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig, die Grund oder etwas zu befestigen oder etwas in die Gründe zu gehen, etwas begründen. Die ersten Bausteine, diese Sicherheit, Stabilität, weil auf diesem Boden kann man etwas bauen. Aber wichtig ist da nicht stehen bleiben, sondern auch aktiv sein, weitermachen, nicht aufgeben, keine Pause machen, sondern das, was die begonnen haben, das aufbauen gerade. Und da brauchen die Skorpiongeborenen gerade Kraft und Mut. Das Problem ist, dass die Skorpiongeborenen gerade kraftlos fühlen, also das Überwinden und einfach begeistert weiterzumachen. Bei den Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, die Wünsche, die Sehnsüchte, dieses Gefühlen ernst zu nehmen, weil das hat auch Platz in unserem Leben. Und das können sie alles erreichen, die Schützengeborenen. Sie brauchen die Überzeugungskraft und nicht aufgeben. Diese Stärke und die Energie ist da, diese Stärke gerade zu zeigen, weil die Schützengeborenen beweisen sie sich gerade. Die Gespräche können Hindernisse sein. In liebe Partnerschaft fühlen sich die Schützengeborenen noch unsicher, unklar. Natürlich sind solche Unsicherheiten da. Oder die Gespräche verunsichern gerade die Schützengeborenen. Das Kern ist aber ihren Herzenswunsch. Und das ja nicht aufgeben, weil das bringt Glück bei den Schützengeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.